When you're sick, you realize that you don't have anything. You have nothing, and nothing's important. Like, it doesn't matter how much money you have, it doesn't matter how much any of that, if you're sick, it doesn't. But you're not gonna learn until you're scared, and I was scared. Ich hatte diese Krankheit schon immer. Ich habe es erfahren bei einem Check-up. Die Ärzte dort hat mir erzählt, dass ich soll meine Nieren checken lassen, weil ich habe viel Zysten auf den Nieren. Und viele Leute haben Zysten auf den Nieren, das ist ganz normal, aber ich hätte einfach zu viel. Und ich habe ja, das irgendwie auf den leichten Schulter genommen. Ja, ich habe bis seit März Dialyse gemacht und die Werte wurden immer schlechter, weil man kann diese Baufeld-Dialyse nicht für immer machen, was ich gemacht habe. Als ich im Krankenhaus war, kurz so einen Tag vor der Transplantation, die haben mir gesagt, dass die Nierenfunktion war nicht gut, obwohl ich Dialyse gemacht habe. Und das hat mich ein bisschen erschrocken, muss ich sagen. Ja, ich sag mal, diese Dialysezeit, das war schon sehr mühsam. Und ich habe das, muss ich ehrlich sagen, erst gemerkt, als ich das nicht mehr machen musste, wie schlimm das damals war. Ja, jetzt lebe ich mit drei Nieren. Zwei funktionieren nicht, aber die sind im Körper. Und die eine funktioniert, die eine ist da vorne, der funktioniert und das ist so, ich hab jetzt drei. Ich habe versucht, auch die Ärzte zu erklären, dass ich möchte zurückkommen, so schnell wie möglich. Und die wollten mich ein bisschen stoppen. Aber für mich ist es so, das gibt mir Kraft. Diesen Job gibt mir Kraft. Aber auf der anderen Seite, diesen Job braucht auch viel Kraft. Ich war im Büro mit den Jungs, die Trainerstab, und wir haben diskutiert Situationen und das Spiel. Aber mehr von Anfang an konnte ich nicht machen. Und mein erstes Spiel hier in Rapi habe ich geschaut von diesem Büro. Ich konnte nicht draußen schauen. Ich habe es auf Computer geschaut und ich habe auch sogar gezittert, als ich mich aufgeregt habe wegen bestimmten Situationen. Und dann, ich wusste auch, ich bin noch nicht so weit, dass ich das machen kann. Ich konnte nicht auf der Bank stehen, weil mein Körper hat mir gezeigt, meine Grenze in dieser Situation, in diesem Moment. In dieser Phase, als ich nicht da war, hat der Club mich brutal viel unterstützt und hat mir das Gefühl gegeben, dass ist alles okay, kümmere dich um deine Situation, sei wieder fit. Und die haben mich auch gebremst und gesagt, nein, du bist noch nicht so weit und du brauchst mehr Zeit und nimm deine Zeit. Und die haben mich viel unterstützt in dieser Phase. Ich bin 80% arbeitsfähig, aber mir geht es nach und nach besser und besser. Jeden Tag habe ich das Gefühl, ich habe immer mehr Kraft. Ich darf auch ein bisschen Sport machen jetzt sogar, und ich merke, mit dem Sport kommt auch das Kraft auch zurück. Ja, wir haben uns
damals kennengelernt, ich bräuchte, als ich in die Schweiz gezogen bin, ich bräuchte einen Nephrologe, der immer aufpasst und testet und an meine Werte, um zu sicherstellen, dass das alles noch gut ist. Und er hat mich die ganze Zeit betreut bis meine Transplantation. Ich habe eine Standortbestimmung gemacht. Wir haben bemerkt, dass die Nierenfunktion ziemlich eingeschränkt war. Wir haben uns gemeinsam Mühe gegeben, so lange als möglich Nierenersatzverfahren bei Nierenversagen hinauszuzögern und hinauszuschieben. Und haben uns aber beide schon eingestellt, relativ bald auf eine Nierentransplantation. Denn es war klar, dass ein junger, berufstätiger Patient eine Nierentransplantation braucht. Wir haben uns überlegt, bis eine Transplantation stattfinden kann, wird Zeit vergehen. Und haben dann überbrückend die Bauchfelldialyse gewählt, weil sie uns am meisten Freiheiten lässt für die Berufstätigkeit. War mehr flexibel, ja. Flexibilität. Und wir haben zunächst dann einen Zugang geschaffen, und zwar einen kleinen Schlauch in den Bauch eingelegt, über den dann Jeff Tomlinson sauberes, steriles Wasser einfüllen und ablassen konnte und mit dem Wasser die Giftstoffe herauslassen konnte, die sich durch das Nierenversagen ansammeln. Und dann haben wir das so gemacht. Meine Haus sah aus wie ein Krankenhaus eigentlich. Ich hätte solche Stände gehabt zu Hause, ich hatte Waage gehabt und kartonenweise hätte ich diese Beutel gehabt zu Hause. Und die musste ich machen jede 4-5 Stunden. Außer in der Nacht konnte ich 12 Stunden einen Beutel drin lassen. Wir haben darüber geredet, dass du sogar hast Beutelwechsel auf einer Busfahrt machen müssen. Ja, ja. Weil es war nötig und das ist schon belastend. Ja, weil beim Auswärtsfahrten musste ich ab und zu mal einen Bus machen. Man muss das halt machen, wo man ist. Und ich hätte das Glück gehabt, ich muss das nicht so lange machen mit der Dialyse. Das sind andere Leute, die viel länger machen, Dialyse machen müssen. Und natürlich habe ich das Glück, dass mein Bruder sich quasi geopfert hat und mir eine Nieren gegeben hat. Die Wartezeit auf eine Niere ist in der Schweiz bis zu 3 Jahre, wenn man keinen Lebensspender hat. Und wenn man in der EU wohnt, ist es sogar länger. Man sagt mir 6 Jahre, dass man auf eine Niere warten muss. Insofern ein Riesenglück, dass der Bruder von Jeff Tomlinson bereit war und geeignet war für die Spende. Ich finde das ein bisschen unfair, dass die Familie entscheiden müssen, er soll spenden oder nicht. Das ist eine riesen Entscheidung. Jeder soll sich entscheiden, ob die das machen wollen. So, es muss eine bewusste Entscheidung sein, ob die das machen möchte oder auch nicht. Ich bin sehr dankbar. Ich habe ein neues Leben und mir geht es sehr gut. Und ich fühle mich gesund, ich habe mehr Energie.